Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli. Das bin ich. Wir haben hier so ganz viel Kinderfeinde. Ich komme mal kurz dicht ran. Nicht, dass jemand ums Leben kommt. Beschafft euch bitte Rauchmelder für die, die es noch nicht haben. Je früher diese Feuerwehr gerufen wird, desto schneller kann auch geholfen werden. Ne? Das ist das Zeug, was in diesem Qualm drin ist, wenn es brennt. Okay? Und da fangen wir jetzt mal an. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, man atmet ja ganz normal ein. Du jetzt gerade auch. Atme es ein und aus. Das macht hier der Toni auch. Ne, Toni, das bin ich. Toni atmet ein. Er macht den Mund auf und atmet ein. Okay, was atmen wir ein? Ungefähr 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff. Das kommt erstmal rein. Ist das Leben schön, ne? Gut, was passiert? Dieses Stickstoff-Sauerstoff-Gemisch, also die Atemluft, geht runter. Und das sind hier die Lungenflügel, die ich so schön aufwendig gemalt habe. Ne? Linke, rechte Lunge. So, das ist Toni von innen. Jetzt atmet der ein. So, und was passiert jetzt in der Lunge, wenn man ganz normal atmet ohne Kohlenmonoxid? Jetzt gerade du vom PC. Damit du weißt, was jetzt in deinem Körper passiert. Und ich erkläre es dir mit der Folie von der Grundschule. Und zwar, da ist die rote Lok. Ne? Diese rote Lok soll die roten Blutkörperchen transportieren, ne? Also soll die roten Blutkörperchen darstellen. So, diese roten Blutkörperchen transportieren nämlich was. Erkläre ich gleich was. Also die rote Lok, kann man sich gut merken, rote Blutkörperchen. Die gibt es bei uns im Körper, in der Blutbahn. So sieht das aus. Und diese rote Lok transportiert was, nämlich den Sauerstoff. Ne? Diese 21% Sauerstoff aus der Atemluft transportieren die. Ne? So, und zwar nicht nur ein bisschen Sauerstoff, sondern ganz viel. Das ist ein richtig langer Zug. So, ganz viel Anhänger hinter und das ist sozusagen das, was da hier losgeht. Ne? Das heißt, wir haben gerade eingeatmet an der Lunge. Da ist Sauerstoff gerade. Toni hat eingeatmet, Sauerstoff ist in der Lunge reichlich vorhanden. Super. Was passiert? In der Lunge wird jetzt an den Lungenbläschen, an den Alveolen, wird jetzt der Sauerstoff aus der Atemluft bereitgestellt. Sozusagen, das wird da rausgetrennt. Ne? Diese Alveolen sind total raffiniert, die ziehen aus der Atemluft den Sauerstoff raus. Und ne, ich nenne es deshalb hier Bahnhof Lunge. So, das ist sozusagen die Lunge. Und da geht jetzt der Sauerstoff in die roten Blutkörperchen rein. So, der Schaffner pfeift. Und die Lokomotive geht los durch die Blutbahn. So, wo geht es in der Blutbahn hin? Weißt du selber auch. Was haben wir da so? Alles Mögliche, ne? Ich nenne es jetzt mal den Organismus. Zu den Fußspitzen, zu den inneren Organen, zu den Augen, zu den Ohren. So, zum Gehirn wird das Blut natürlich transportiert, überall hin. Deshalb habt ihr überall die Adern, ne? So, am Organismus, da warten auch schon welche. Gucken wir gleich mal. Und zwar findet jetzt ein Austausch hier statt. Es kommt frischer Sauerstoff an, ne? Der Zug hält an. Der Sauerstoff steigt aus. Moment. Sauerstoff steigt aus, geht zum Organismus hin, versorgt die ganzen Körperteile. Und das hier, also frischer Sauerstoff kommt an. Und jetzt in den Waggon welche eingestiegen, weil die Plätze waren jetzt frei. Und zwar ist das der verbrauchte Kohlendioxid. Ne? Das ist sozusagen wie ein Abfallprodukt von den Organen. Das heißt, wenn hier was gemacht wird im Körper, gibt es ein Abfallprodukt, Kohlendioxid, CO2, ne? Wird abtransportiert. Okay? Das fährt jetzt mit dem Zug zurück zur Lunge. Kommt da jetzt an. Ne? Und Toni macht jetzt gleich, atmet aus. Und zwar das CO2. Ne? Das heißt, wir haben dann auch nicht mehr so viel Sauerstoff in der Ausatemluft, weil wir da was weggenommen haben. Ne? Gut. Und man sieht schon, wie glücklich er ist. Einmal, das war gerade passiert. Ne? Gut. Was passiert jetzt, wenn wir Kohlenmonoxid in der Luft haben? Wenn man jetzt diesen schwarzen Rauch sich nicht duckt und man den einatmet. So, denkt man ja, ja einmal ist keinmal. Stimmt nicht ganz. Wenn man CO einatmet, passiert Folgendes.
Toni lächelt erst noch. Ne? Jetzt kommt hier CO. Er macht Mund auf. Ich habe es ein bisschen andersfarblich dargestellt, roter Fall. Jetzt kommt hier mal CO in die Lunge rein. Was passiert jetzt in der Lunge? Okay. Man muss dazu wissen, dass CO, ne, da sind alle Schelme hier mit großen Ohren und richtig frech drauf. CO, die sind sowas von schnell und so aktiv, dass man es nicht unterschätzen sollte. Hier wartet schon der Sauerstoff. Ne, vom vorherigen Atemzug ist noch ein bisschen Sauerstoff da. Denkt man, ja, ist ja alles gut. Aber sobald CO zur Verfügung steht, guck mal, Sauerstoff macht sich bereit. Die denken, oh, gleich kann ich hier einsteigen. Geht gleich wieder wie ganz normal, wie vorhin auch. Jetzt kommen die hier und sagen, Edgemann, die sind so schnell im Zug, das schafft Sauerstoff gar nicht. Und der Zug freut sich auch. Hey, ne, CO mag ich richtig gern. Das Blut nimmt lieber CO als Sauerstoff. Ist das nicht fies? Ist so. So, das heißt, CO blockiert den ganzen Zug. Die Sauerstoffleute gucken, was war das denn jetzt? Und sagen die CO-Leute, ciao. Und die stehen hier, Moment mal, wir sollen doch eigentlich jetzt hier einen Organismus oder was? Ne? Nee. CO, die sind auch richtig toll drauf. Jetzt kommt die Lokomotive im Organismus an. Hier soll ja auch was abtransportiert werden, ne? Kohlendioxid. So, und die Jungs sagen hier, wir bleiben sitzen, tschüss, wir fahren weiter. CO bleibt im Zug, ne? Und die denken, was war denn das jetzt hier gerade? Wir sind hier in der Zug durchgefahren oder wer? Ne? So. Weiter geht's. Bahnhof Lunge. Kommt immer mehr CO, weil da hat es schon mal ein zweites Mal Toni eingeatmet, womöglich Kohlenmonoxid. Perfekt. Noch weniger Chance für die Kameraden, jemals einen Sitzplatz zu kriegen. Die Lokomotive kommt und der Zugführer vorne sagt, jawohl, das lasse ich gleich stehen. CO bleibt im Zug, ist voll, ist doch cool. Und das Ding fährt weiter. Ne? Es findet kein Sauerstoffaustausch mehr statt. Es kommt kein frischer Sauerstoff dazu und Kohlendioxid wird auch nicht mehr abtransportiert. Die Lok kommt hier reingerauscht, gnadenlos, ohne anzuhalten, brettert die durch. Ich werde den alten Müll nicht los und frischer Sauerstoff kommt nicht dazu. Das heißt, der Organismus fängt jetzt langsam an, die Alarmglocke zu läuten. Ne? So geht das hier die ganze Zeit. CO bleibt im Zug. Und das wird auch immer schlimmer. Je mehr Anzüge ich mache, desto weniger haben wir jemals die Chance, dass Sauerstoff da mal wegkommt, endlich den Organismus mal mit wichtigen Sauerstoff füttert, weil das brauchen die ganzen Zellen und ne, alles, was man so hat. So. Das heißt, Toni atmet aus. Ne? Und er merkt auch schon, jetzt wird ihm leicht schummrig. Also der sieht auch nicht mehr so fröhlich aus. Die Mundwinkel gehen schon nach unten. Und ihm geht es auch gar nicht gut. Ne? Also dem geht es sogar sehr schlecht. Ne? Ich möchte, dass ihr wisst, wenn ihr Kohlenmonoxid eingeatmet habt und euch packt einer, nimmt euch dann eine frische Luft und sagt, ist gleich wieder soweit, habt ihr euch leider getäuscht. Dieses Kohlenmonoxid geht aus dem Körper nicht wieder raus. Da gibt es spezielle Behandlungsmethoden, aufwendige Behandlungsmethoden. Auch der Krankenwagen kann euch erstmal nicht richtig gut helfen. Da bedarf es ganz viel Arbeit, euch bei uns auf der lieben Erde zu behalten. Und unterschätzt nicht Kohlenmonoxid, wie sehr gefährlich das ist. Ne? Bitte, 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 passt auf euch auf. Wenn irgendwo giftige Gase sind, nicht einatmen, dankt einem keiner und der Körper schon gar nicht. Ich hoffe, dass euch nichts passiert. Denkt an den Rauchmelder. Bitte sorgt dafür, dass sich die Statistik mal ein bisschen wieder senkt von den Leuten, die dabei ums Leben kommen, gerade bei den Rauchgasen. Ihr wisst mehr als die anderen, sagt es ruhig weiter. Teilt gerne mein Video, lasst mal einen Daumen da und ich freue mich, wenn wir alle heile und fröhlich bei der nächsten Feier uns mal gegenüber sitzen. Okay? Super. Euer Feuerwilli. Bis dann. Tschüss.